Herzlich willkommen zum zweiten Teil dieser Stress-Videoserie. Im ersten Video ging es um die Stressauslöser, also um den Ursprung von Dingen, die dich stressen und wie, dass du diese anpacken kannst, um die zu lösen. Dann in diesem Video geht es um Stressverstärker, also Dinge, die dich auf einer Skala von 10 vielleicht 5 von 10 stressen, aber du dir einen Stress von 10 von 10 machst und wie du das wieder reduzieren kannst, mit welchen Strategien und Tipps. Und im dritten, letzten Teil, im nächsten Video, wird es dann um die Regeneration gehen, also was du nach der Arbeit oder außerhalb der Arbeit tun kannst oder in Pausen und so weiter, um dich richtig zu erholen und dich nicht mehr so fest zu stressen. Also wenn du das erste Video noch nicht gesehen hast und dich damit beschäftigen willst, die Probleme, die du hast, die Aufgaben, die du hast, anzupacken, dann musst du zurück zum ersten Video gehen. In diesem geht es hier nur um die Verstärker, um die Gefühle, die entstehen, die dich noch mehr stressen, als dass es eigentlich nötig wäre. Und wenn du dich für Regeneration interessierst, musst du zum dritten Video dann gehen. Okay, der erste Tipp, und das wird jetzt vielleicht ein bisschen schwammig klingen oder nach etwas klingen, was nicht so greifbar ist, aber ich habe für mich gemerkt und ich habe es auch von anderen Leuten gelernt, daran zu glauben, dass alles irgendwie gut wird. Ich weiß, jetzt werden die einen sagen, du redest nur Quatsch, daran glauben, das bringt doch sowieso nichts und so weiter. Okay, das kannst du machen, wenn du sagst, wenn ich einfach daran glaube, das bringt mir nichts, dann ist es vielleicht nichts für dich. Aber ich habe schon in riesigen Stresssituationen Sachen, wo mein Studium auf dem Spiel stand, Dinge, wo große Probleme, die ich hatte. Und wenn ich mir gesagt habe, egal was passiert, du wirst einen Verlust haben, du wirst ein Problem nicht loswerden, aber dass am Schluss alles irgendwie in Ordnung wird, wenn du dir das selbst sagen kannst, dass alles irgendwie gut wird, auch wenn nicht alles perfekt sein wird, aber dass alles am Schluss, schlussendlich, langfristig gesehen, alles wieder irgendwie in Ordnung sein wird, das wird dich, das kann ich dir versprechen, runterbringen und es wird dich beruhigen. Also du kannst es auch mit Affirmationen machen, mit Wiederholen, du kannst es dir notieren, groß auf einem Papier und irgendwo hinkleben, wo du es immer siehst, aber glaub daran, dass alles irgendwie gut wird schlussendlich. So einfach, so schwierig, ob es dein Ding ist oder nicht, musst du selbst entscheiden. Tipp Nummer 2, und das ist ein bisschen greifbarer. Du nimmst jetzt irgendeinen Notizblock oder machst ein Dokument auf dem Computer auf und du machst dir eine Liste mit 5 bis 10 Dingen aus deinem Leben, die herausfordernd waren oder in diesem Beruf, wo du bist, sehr herausfordernd waren oder im Studium, bei der Ausbildung. Und dann schreibst du dir deine Erfolge auf. Prüfungen, die du geschafft hast, Jobs, die du erledigt hast, Pendenzen, große Pendenzen oder Projekte, die du geschafft hast. Schreib dir diese Dinge auf und schreib dir vielleicht auch Dinge auf, die ähnlich sind wie das Problem oder die Probleme, die dich zurzeit beschäftigen. Und wenn du diese Dinge notierst, wirst du merken, dass du schon sehr viel erreicht hast im Leben. Und das wird dir wieder die Sicherheit geben, dass du auch das, was du jetzt als Problem hast, dass du auch das schaffen wirst. Also mach dir eine Liste mit Erfolgen, die du schon hattest und nimm das beispielsweise täglich morgens hervor, lies das kurz oder am Abend, lies das kurz und es wird dich wieder bestärken, dass du kein Versager bist oder keine Versagerin und auch das erfolgreich abschließen kannst, woran du jetzt gerade bist. Tipp Nummer 3. Überprüfe deine Erwartungen und überprüfe die Erwartungen von anderen Leuten an dich. Du kannst es machen, indem du dir deine Ziele notierst, die für dich langfristig wichtig sind, in einem Jahr, in 2 Jahren, in 6 Monaten. Und überprüf dann, ist das wirklich sinnvoll? Ist das realistisch? Ist das messbar? Wenn du sagst, ich will der Beste in dem werden. Ja, woran sieht man das denn, dass du der Beste in dem wirst? Greifbarer ist, ich will dieses Projekt bis dann in dieser Form abgeschlossen haben. Du kannst auch die Smart-Ziele beispielsweise benutzen und so überprüfen, was erwarte ich von mir selber, was erwarten andere von mir und macht es wirklich Sinn, diesen Erwartungen gerecht zu werden in diesem Ausmaß oder reicht es vielleicht, wenn ich ein bisschen zurückschraube und ein bisschen weniger mache. Muss immer alles sehr gut, muss immer alles exzellent sein. Das geht auch an die Perfektionisten und mich betrifft es auch in gewissen Bereichen, wo ich perfektionistisch bin. Manchmal ist es besser, einfach genügende Arbeit zu tun und dann kann man von dem kann man aufbauen. Alles andere ist dann nice to have. Also manchmal ist weniger einfach mehr. Pareto-Regel, erstes Video nochmal angucken. 4. Tipp, und das betrifft alle Leute,
die eine längere Ausbildung, ein längeres Studium gemacht haben und in den ersten ein, zwei Jahren riesige Krisen haben und groß in Frage stellen, ob diese 5 Jahre Studium oder jahrelange Ausbildung wirklich Sinn gemacht oder nicht. Ich spreche hier von Existenzängsten. Und zwar die Existenzangst, dass wenn man versagt in diesem Beruf, nachdem man die jahrelange Ausbildung gemacht hat, dann steht man auf der Straße, weil man nicht fähig ist für diesen Beruf. Und was du mit diesem Tipp tun musst, ist, du musst hinterfragen, macht diese Existenzangst wirklich Sinn? Auch ich hatte sie in den ersten ein, zwei Jahren meines Berufes und ich habe viele Fehler gemacht, ich hatte viele Misserfolge und irgendwann ist bei mir der Knopf ein bisschen aufgegangen. Klar, ich hatte ein bisschen mehr Erfahrung, aber ich musste einfach sagen, wenn ich versagen sollte in meinem Beruf und wenn ich diesen Beruf nicht ausführen kann, ich werde nicht sterben deshalb. Das kommt auch aus diesem Buch hervor, wird hier ganz schön im ersten Kapitel erklärt, was Stress eigentlich ist. Gerd Kaluza ist ja Psychologe und Doktor und sogar Professor und erklärt ganz genau, was im Körper und im Gehirn passiert, wenn wir Stress haben. Und es geht davon aus, dass wir früher, als wir noch im Busch lebten, Beispiel, ein Tiger kommt und jetzt ist die Frage, was mit deinem Körper passiert. Und man sagt auch Fight or Flight, vielleicht sogar Freeze. Fight ist, man kämpft dagegen, Flight ist, man flüchtet. Und Freeze ist, man erstarrt. Bei den ersten beiden Dingen, das ist das, was meistens mit uns passiert, ist, wir haben einen Adrenalinausschuss. Und im Büro ist ja kein Tiger da. Das Problem nur im Büro oder bei der Arbeit ist allgemein, dass wir Stress über längere Zeit erleben. Und der Körper kann nicht ständig Adrenalin produzieren. Das heißt, was passiert ist, von Adrenalin wird dann später das Hormon Cortisol produziert. Und das Hormon Cortisol ist das, was hauptsächlich dafür verantwortlich ist, dass du gestresst bist, dass dein Bluthochdruck hochgeht, dass du schwitzt, dass du nervös wirst, dass du Bauchkrämpfe kriegst und so weiter. Aber wenn du das selbst alles nachlesen möchtest und besser verstehen möchtest, es hilft auch sehr, Stress besser zu verstehen, wenn man das gelesen hat, dann hol dir dieses Buch, das lohnt sich wirklich. Also zurück zu meinem vierten Tipp, hinterfrage diese Existenzangst. Wenn du eine Ausbildung und Studium gemacht hast und jetzt das Gefühl hast, vielleicht habe ich 5 Jahre für nichts gemacht. Hey, und wenn es so ist, wenn du den Willen hast, wenn du passioniert bist und etwas machen willst im Leben, das dich wirklich interessiert, auf das du Lust hast, selbst dann wirst du noch einen anderen Job finden. Du kannst eine andere Arbeit machen, du kannst eine andere Ausbildung machen, du kannst dich selbstständig machen, irgendwas Neues lernen. Wenn du wirklich willst, dann wirst du ganz bestimmt einen Weg herausfinden. Es gibt Tausende, Millionen Leute auf dieser Erde, die einen ersten Job machen, dann einen zweiten, einen dritten. Es gibt Leute, die machen ihrem ganzen Leben 10, 20 Jobs. Das ist einfach ein Problem in unserem Schulsystem und Gesellschafts- und Studiumssystem, dass wir darauf getrimmt werden, dass wir das Gefühl haben, die erste Ausbildung, auf die müssen wir uns konzentrieren. Und nach 5 Jahren, wenn wir im ersten Jahr arbeiten, merken, oh shit, ich kann das gar nicht, dann kriegt man plötzlich diese Existenzangst. Das ist nur körperlich bedingt, hinterfrag das also, du bist fähig und du kannst im schlimmsten Fall auch noch etwas anderes suchen. Okay, Tipp Nummer 5 und das ist eine schriftliche Übung und stammt aus diesem Buch hier von Dale Carnegie, How to Stop Worrying and Start Living. Wurde Anfang 19. Jahrhundert geschrieben und es ist ein Buch voll mit Geschichten von Leuten, die wirklich krasse Probleme haben, sei es im Krieg, Menschen, die sie verlieren, Leute, die sich selbst ruiniert haben, weil sie selbstständig werden wollten. Es ist kein wissenschaftliches Buch, aber es stellt mit sehr schönen Geschichten dar, wie Leute entweder aus ihren Problemen rausfinden oder wie, dass sie sich beruhigen können und nicht ganz so krass das ganz körperliche Leben, was sie alles stresst und über was sie sich alles Sorgen machen, also diese Worries, die sie haben, dass sie diese besser minimieren können. Gut, und diese Übung besteht aus 3 Schritten. Erster Schritt, du guckst das Problem an, das du hast und dann schreibst du dir das Worst-Case-Szenario auf. So heißt auch diese Übung, Worst-Case-Szenario. Also erster Schritt, du notierst dir, was ist das Allerschlimmste, was in dieser Situation passieren könnte. Und ich sage jetzt mal, bei den meisten Leuten wird es sein, Kündigung oder ich gehe selber weg aus diesem Job. Okay, notier das. Jetzt notierst du im zweiten Punkt, was wäre noch schlimmer?
als das jetzige Worst-Case-Szenario. Also gehen wir aus von Kündigung und jetzt schreibst du dir etwas auf, was noch viel schlimmer als diese Kündigung wäre. Vielleicht ist es keine Kündigung, vielleicht ist es anderes, aber in den meisten Fällen wirst du bestimmt genug kreativ sein, um auf einen Punkt zu kommen, der noch viel schlimmer als dein Worst-Case-Szenario wäre. Das kann sein eine ganz schlimme Krankheit, der Verlust von wichtigen Menschen in deinem Leben oder irgendetwas anderes, das dir weggenommen wird, das viel wichtiger für dein Leben ist. Gut, jetzt nachdem du diese ersten zwei Dinge notiert hast, musst du dich fragen, wenn jetzt dieser erste Schritt Worst-Case-Szenario tatsächlich eintreten würde und wüsstest, dass es irgendwann aber wieder alles gut wird, so ich im ersten Punkt erklärt habe. Könntest du diese Worst-Case-Szenario irgendwie akzeptieren, wenn du weißt, dass auf irgendeine andere Art schlussendlich alles wieder gut kommt? Das musst du versuchen zu schaffen. Wenn du das nicht schaffst, dann kannst du diese Übung gleich eigentlich ganz weglassen. Und jetzt, wenn diese Akzeptanz eingetreten ist, wenn du dir vorstellst, was das bedeuten würde für dein Leben, wenn dieses Worst-Case-Szenario eintreten würde, und du weißt, es gibt aber etwas, das noch schlimmer sein könnte, aber das hast du ja nur imaginär aufgeschrieben, also es passiert nicht, aber es ist, um das zu vergleichen. Dann schreibst du jetzt im dritten, im letzten Punkt auf, machst du eine Liste von Schritten, was du alles an kontrollierbaren Faktoren machen kannst, was du unternehmen kannst, damit der erste Punkt, das Worst-Case-Szenario, nicht eintritt. Das ist dein Masterplan, den du aufschreiben musst. Seien es 3-4 Dinge, 5-6 Dinge, vielleicht nur ein Ding, das du tun musst, damit der Worst-Case-Szenario nicht eintritt. Okay, erster Schritt, Worst-Case-Szenario aufschreiben. Zweiter Schritt, etwas notieren, das noch schlimmer wäre als das Worst-Case-Szenario. Und dritter Schritt, nachdem du das Worst-Case-Szenario akzeptiert hast, ist, was muss ich alles an Schritten unternehmen, damit das Worst-Case-Szenario nicht eintritt. Und dann tust du das auch. Gut, wir sind fast am Ende des Videos. Auch hier habe ich wieder einen Bonustipp, und zwar auch eine schriftliche Übung. Und zwar für Situationen, wo du dich über Dinge stresst oder über Menschen stresst bei der Arbeit, wo du nicht weißt, weshalb du dich so stresst, um was es alles geht, wenn du ständig in Gedankenstrudel bist. Und zwar ist diese Übung folgende. Du schreibst deine Probleme als Fragen auf, als offene Fragen. Also zum Beispiel notierst du, warum nervt mich dieses Ding XY? Warum hat mich das Verhalten von Person A gestört? Warum beschäftigt mich so, dass Ereignis XY passiert ist? Also du notierst dir deine Probleme, deine Stressdinge als offene Fragen auf. Und bei mir hat es funktioniert. Denn ich halte einfach meine Gedanken fest und habe es als Frage und ich kann jederzeit zurück dieser Frage kommen und diese schwingt dann mit mir mit und ich habe wie mehr Zeit, um darüber nachzudenken und habe es schriftlich festgehalten und bin im Alltagsstress, wenn ich mich mit 100 anderen Dingen beschäftige, nicht die ganze Zeit so, oh, das Problem hatte ich ja auch noch, was mache ich da? Und dann muss ich schon wieder Multitasking machen. Stattdessen schreibe ich ein Problem als offene Frage auf und ich weiß, ich kann es nicht beschreiben, was genau passiert, aber irgendwie verdaue ich die Dinge besser oder spreche vielleicht mit anderen Leuten darüber und irgendwann habe ich es einfach dokumentiert und abgelegt und muss nicht die ganze Zeit wieder denken, oh, das Problem habe ich noch, das Problem habe ich noch, sondern ich habe es notiert und kann es zur Seite legen und jederzeit wieder hervornehmen, wenn ich möchte. Okay, das war's für den zweiten Teil. Wer sich wirklich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen will, kann ich sehr dieses Buch von Professor Dr. Gerd Kaluza empfehlen. Gelassen und sicher im Stress. Es beschreibt, wie das Stress körperlich entsteht und teilt, wie gesagt, wie ich in diesem Video mache, diese drei Dinge auf. Auslöser, Verstärker und jetzt, wie im dritten Video dann noch kommt, Regeneration von Stress. Wenn du dieses Buch durchliest, wirst du dich viel besser im Detail mit deiner persönlichen Situation auseinandersetzen können. Gut, wir sehen uns im dritten Video. Tschüss!